Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der letzten Folge haben wir erfolgreich schleichend das Wasser von den Banditen geklaut und die haben sich daraufhin auch gerächt, wobei sie eigentlich gar nicht wissen konnten, dass wir es waren, wobei wir natürlich die Einzigen hier sind. Ich hab nicht... Ich möchte damit fahren. Och Mann. Wieso muss ich mit der Klapperkiste hier fahren? Ja gut, unser Ziel wird heute sein, die Straße entlang zu fahren. Das ist unser einziges Ziel heute und danach beenden wir die Folge selbstverständlich. Halt! Was ist das? Achso, der mit seinem komischen Geschütz. Ah gut, der bleibt einfach liegen. Keiner wollte ihn wegschleppen oder so. Ey, wir könnten doch die Typen verbrennen. Alter, die Idee. Leichenentsorgung und gleichzeitig Energie. Darauf kommt natürlich wieder keiner, außer ich. Alles Idioten. Geradeaus, ne? Alle Mann zuhören. Der Baron ist verpiss dich, Hornochse. Also gut, alle aus der zweiten Reserve am Bohrturm versammeln. Okay, das war eine sehr kleine Ansprache. Aber man merkt schon richtig, wie er immer mehr angepisst wird. Das gefällt mir. So sollte das sein. Am Bohrturm versammeln. Aber jetzt nicht da, wo wir hinwollen, oder? Doch. Als hätte er irgendwie... einen Spion. Guil? Spionen? Das glaube ich irgendwie nicht. Fahren wir einfach durch. Scheiß drauf. Ja. Yeah. Was auch immer das war nicht gut. Ich hoffe, mit den Reifen geht's gut. Oder wie zieht ein Sturm auf, oder? Kann das sein? Oder ist das jetzt wegen der Ölraffinerie da hinten? Ach du Scheiße, ich sehe ja gar nicht. Das macht's nicht besser, oder? Ich habe gerade gar nichts mehr gesehen. Ah, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die mich nicht sehen. Wir parken selbstverständlich vernünftig. Beim Kesselwagen. Achtung! Wo? Als hätten sie meine Gedanken gelesen. Da? Hier sind überall Kesselwagen. Hier vielleicht? Ach da, ah, ich sehe sie winken. Und plötzlich ist das Wetter wieder gut. Am Arsch. Ach, da waren wir. Wir warten auf dich. Ihr wart aber schnell. Oh, das ist Licht aus. Was ist denn los mit euch? Artyom, wir haben uns umgesehen. Das Haupttor wird nur von einer Rumpftruppe bewacht. Du kannst nicht durch das Tor gehen. Gehe durch das Gefängnis unter der Erde, wo die Munai Baila die Sklaven halten. Ja, der Plan ist auf jeden Fall wie folgt. Gyul und ich werden versuchen, ihre Wachen heimlich auszuschalten und durchs Tor zu kommen. Wenn es nicht heimlich klappt, dann werden wir sie zumindest ablenken, während du durch den Untergrund eindringst. Ach, Scheiße. Auf geht's. Wir gehen mit dir. Nicht trödeln. Welcher Knopf? Um einen Gefallen möchte ich dich bitten. Wenn möglich, töte keine Einheimischen. Sie sind keine... Sie gehorchen nur den Munai Baila und dem Baron. Sie haben Angst. Das ist alles. Scheiß auf das automatische System. Ich möchte, dass die Luft drinne bleibt, die ich dahin pumpe. Gyul hat recht, was die Einheimischen betrifft. Das ist die Stelle. Das sind noch Kinder, die...
die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Deshalb sollten wir mit ihnen Erbarmen haben. Aber ich kann sie doch betäuben, oder? Dann lasst uns loslegen. In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Ja, großartig. Wirklich großartig. Danke, dass ihr mich in die Ghoul-Hölle schickt. Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand dumm. Dir hier stehen kannst du sinnlos. Besser jagen, den dummen Finden zu Sklave machen. Mehr nützlich nur. Ich weiß nicht, ob die hier auf meiner Seite sind. Die scheinen Knüppel zu haben. Also offensichtlich nicht. Oh Gott! Halt's Maul! Ist mir scheißegal! Oh. Mach keinen Scheiß, Junge! Hauptsache, verrät mich nicht nochmal. Ja, der Typ, der hier geschlafen hat, ist aufgewacht. Mit seiner Knarre, den musste ich leider schießen. Und die Gegner hier sind, glaube ich... Sind das Sklaven? Die umgedreht worden sind? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ist mir auch egal, die waren mir zu laut. Okay, es funktioniert nicht. Schlaf, kleines Vögelchen, schlaf. Leute, ey, Maul halten. Okay, in Anbetracht dessen, dass alle tot waren, hätte ich auch den Eingeborenen nicht töten sollen. Egal, können, müssen. Das heißt, wirklich nur die Sklaven, die darf ich nicht töten. Rest ist egal. Ja gut. Dann brauche ich Folgendes. So. Damit werde ich klarkommen. Du kannst ruhig schlafen. Geh in dein Bett. Oh Scheiße. Wo ist die Actionmusik? Hilfe, ich steck fest.
Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ach, man, diese dämlichen Sklaven, okay. Ich darf also keine Wächter ausschalten, wenn ein Sklave in der Nähe ist, weil er die anderen anlockt. Geile Nummer. Na gut, wissen wir Bescheid. Hätte ich von Anfang an so planen können. Aber wer riecht das schon? Ich meine, Erfolge gibt's ja eh nicht, nicht wahr, Epic? Daher gebe ich einen Scheiß drauf. Ich töte einfach alles und jeden. Wie wär's, hm? Ich werf da gleich eine Granate rein und freue mich dann meines Lebens. Vor allem kann ich hier nicht mehr durchschleichen. Was soll denn das? Okay, hier sind wir schon mal durch. Ich würde dich am liebsten erschießen, dafür, dass du alle angelockt hast. Es tut mir so in der Seele weh, alle am Leben zu lassen. Ich bin ein Assassine, verdammt. Ich muss töten. Oder betäuben. Oh oh. Tschüss. Dami ist hier. Danke. Gratis Loot. Wieso konnte ich nicht euren Weg gehen? Genau das, was wir brauchen. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen und wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt einen Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir dahin? Oh, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch, wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Öffnet das Tor und lasst unseren Gast herein. Wo bist du hin? Ich bin schon hier oben auf dem Turm. Ich habe einen Plan. Der hat uns verraten. Für was weiß ich. Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Es sei denn, du möchtest das. Gefällt mir nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Viel Glück, Artyom. Wenn das Ding schief geht, werde ich... Naja, ich werde tun, was ich kann. Wenn ich doch ein verdammtes Wort über dieses Mist zu Gil höre! Komm her! Ach, verdammt, es sind zu viele, um sie zu zählen. Mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter. Sklaven, sogar ein paar Frauen.
Der Boss hasst Gestank. Sieh zu, dass du gleich nicht aufsteckst. Dauert das so lange, verdammt. Schade. Das schaffst du mit geschlossenen Augen. Ich weiß das. Hörst du endlich auf, mich zu nerven? Du solltest nicht hier sein. Ich mache hier was für den Boss. Wenn dir also irgendwas nicht passt, dann geh damit zu ihm. Was mischt er sich schließlich auch ein, ne? Tja, sieh mal. Ohne meinen Brenner kann ich einfach nicht leben. Solange ich besorge dir ein paar Teile und wenn du bis zum Raubzug fertig bist, kriegst du die Hälfte meiner Beute. Abgemacht! Den ganzen Tag arbeiten, wenn andere Sklaven Krieger sind. Ich hätte lieber eine Frau. Abgemacht. Also ich muss sagen. Gut, dann komm gleich morgens zurück. Und such mir ein junges Ding aus, eins mit etwas Fleisch auf den Rippen. Ja. Er hat gezuckt. Muss dich töten. Er ist der Einzige mit ein bisschen Charakter hier drin. Licht aus. Wie er drauf guckt, hey, warum machst du mein Licht aus? Finde ich gut. Was? Seid ihr irgendwie blöd oder so? Versucht ihr ernsthaft das Ding zu schieben? Alles klar. Viel Spaß beim Drücken. Du musst den Umweg nehmen. Da sind ein paar Affen auf der Strecke. Das gefällt mir nicht. Verdammt nochmal, streng dich mal an! Warum zum Teufel haben wir dich gestern getötet? Oder was? Reparier die Scheiße! Verdammte Scheiße! Scheiße, halt, bevor ihr uns alle in Watt steckt! Der ist echt wegen seiner Dummheit gefeuert worden! Ich weiß nicht, der war aber irgendwie gut. Das war schon der dritte in dieser Woche. Guck mal, da ist der Kölner. Los, Bewegung! Was zum Teufel soll ich Kostel jetzt sagen? Wir sind die Primitiven ausgegangen. Wie cool haben die das denn gemacht? Die haben sich hier so eine kleine. Sei still! Dich werde ich lehren, wie man dient! Mir leid tut, Meister. Hätte was machen können, aber ich weiß nicht, wie die sonst reagiert hätten. Vielleicht hätten mich alle umgeknallt. Ich hab gegen Glatze gespielt und. Nicht töten, Meister Mörser. Bitte nicht töten. Meister wütend, aber trotzdem Meister. Wenn Meister stirbt, dann mich als nächstes töten. Keiner hat's gesehen. Ich hab mich gerettet. Meister wacht auf. Nicht erinnern, was war. Danke, Mörser. Sorry. Vielen Dank, großer Mörser. Geh einfach die Treppe hoch. Krieg ich einen Drink oder so? An der Wohnung der Anführer und am Harem vorbei. Dann kommst du zur Tür vom Boss. Ach, guck mal, wie cool sie sich das hier eingerichtet haben. Ich will auch mitmachen. Ich will zu euch gehören. Oh, hier ist voll chillig. Mit den Palmen. Finde ich gut. Ja, die haben hier sogar Vorhänge. Mann, und was haben wir? Einen rostigen Zug. Geil, den könnt ihr haben, meinetwegen, wenn ich bei euch mitmachen kann. Ist das der Boss? Das ist nur irgend so ein Schlägertyp. Quatscht da gerade die Frau? Du bist ein Hund! Halt deine Weniger als ein Hund! Ich glaube, die kommt mit uns. Das tut weh! Artyom, was ist los? Alles gut. Tötet sie! Er hat mich übel erwischt. Ich verschanz mich jetzt hier. Ich wollte doch nur helfen. Du bist gut. Ich hab gedacht, das ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen draufschlag. Ich dachte, jeder mag es ein bisschen aufs Maul zu bekommen. Mich retten und ihn verbrennen, bitte. Du meinst, du kannst abhauen? Da ist er! In dem Durchgang! Ach, Scheiße. Kann ich einen Checkpoint laden? Okay, gucken wir mal. Vielleicht wird er irgendwo wohin gehen mit ihr. Die Schlampe hat das Wasser des Meisters getrunken. Vergib mir, Olimirsa! Du bist ein Hund!
Halt deine verfickte Weniger als Klappe. Ein Hund! Das Wasser ist für Menschen! Für den Meister! Verstehst du? Hey, du! Ja? Beweg deinen Arsch hierher! Ja, Uli Mörser. Wirf das Stück Scheiße hier raus! Mach schon! Sofort! Ja, ja, Uli Mörser. Kann ich leider nicht machen, schade. Na gut, gehen wir weiter, ich wollte keinen Stress. Das ist einer von den Neuankömmlingen. Will dem Boss die Stiefel lecken. Da gucken wir mal nicht hin. Was ist denn mit deinen Augen los? Hast du schon wieder geweint? Ja, geh einfach. Was ist denn los mit dir? Bewegung! Ja, ich muss seitwärts gehen. Nicht für YouTube geeignet. Wo kommst du denn her? Nicht von YouTube, tschüss. Machen wir das mal das Licht schon aus hier. Zack. Wir müssen uns wahrscheinlich sowieso durchschlagen. Wir hätten uns von Anfang an durchschlagen sollen, ey, ganz ehrlich. Du bist derjenige, der zum Boss will. Hast du einen anderen Empfang erwartet? Ja, mit BHs. Dass mich deine Dummheiten nicht ärgern. Tja, weißt du, diese Welt ist rau und chaotisch. Ich gebe mein Bestes, um etwas Ordnung zu schaffen. Denn ohne Ordnung gibt es keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ohne Hoffnung kann man nicht leben. Aber lass uns auf den Punkt kommen. Du bist definitiv nicht hier, weil du die Landschaft so schön findest. Also hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist vermutlich weit von hier entfernt. Ich habe Respekt vor Menschen mit einem Lebensziel. Daher bin ich bereit, dich mit Treibstoff für deine Reise zu versorgen. Im Gegenzug verlange ich auch nicht viel. Übergib Giul an mich. Bring sie zu mir, dann haben wir alle gewonnen. Ich bekomme Giul und du deinen Treibstoff. Alle werden lange und glücklich leben. Und? Giul ist selbst willkommen! Jetzt wirst du für alles bluten! Alles klar, Meister, ich komm mal rein, ja? Feigling! Meinst du, ich gehöre dumm? Ihr wolltet keine Deal? Jetzt werdet ihr alle sterben! Du zuerst, Giul! Tötet sie! Artyom, mach dich bereit! Wir müssen diese Hunde töten! Hey, wer ist dieser Scheißer? Was ist denn da unten? Das ist für dich, dreckiger Wurm! Artyom, was ist los? Alles gut. Du bist schwach und du schämst die Schwachen. Heute töte ich dich, morgen töte ich deinen Baron. In ihr gewinnen immer die Starken. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Glauben, der uns zusammenhält. Durch diesen Glauben können wir sie behüten, anleiten, davor beschützen, in der Wüste zu verschwinden. Ich melde dich auf den Arsch! Aber du, Giul, du führst deine Leute in die Irre. Sie halten dich für ein Dido. Du hast diese Aura der Rebellion. Anziehungskraft des Verbotenen. Eine Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück wird sie nach deinem Tod verrauchen. Ach, warum spricht er nicht mehr? Weil er fertig ist? Artyom, ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft.
gehen und öffne die Tür für dich. Ist das Enkelspanken? Was sind denn das für Bilder? Was sind denn das für Bilder? Oh nein. Oh, das wollte ich nicht. Warum endet das jedes Mal so, ey? Ach, scheiße. Wie hat er mich da überhaupt getroffen? Ich muss die andere beseitigen, ne? Warte! Oh, ich kann keine Granaten basteln. Scheiße. Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja. Schön die Leichen verbrannt. Ja, er brennt. Sehr schön. Was soll das denn? Ist er tot? Oh, nein. Oh, was ist denn das für eine schöne Waffe? Oh, das wollte ich nicht. Ach, scheiße, ich wollte die Sniper rausholen. Nein. Sieh dir das Blutbad an. Du hast voll aufgedreht, was? Jo. Na gut, dann nehmen wir sie so mit. Oh, beeindruckend. Das ist also der Plan, von dem Jules sprach. Ich loote erstmal, ja? Zum Teufel geht da vor. Raus da. Ich schicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Da haben wir sie alle abgefackelt. Lol. Kein Wunder, dass so einfach war. Also ist er doch einfach umgekippt. Na los, Artyom! Er ist durchs Feuer verbrannt. Nice. Eine gute Granate, weißt du, und er ist abgefackelt. Chill mal. Ich muss looten. Das ist wichtiger als die Aufgabe, ihn zu töten. Weil wenn ich keine Munition und so Stuff habe, dann bringt mir das alles auch nichts. So. Ich hab sie! Schnapp dir den Baron! Nur die Stärksten überleben! Ja, du bist ein alter Sack! Oh, hat sie fein gemacht. Nettes Frauchen. Der Kesselwagen wird angekuppelt. Du gibst meinen Leuten Hoffnung. Das werde ich niemals vergessen. Aber für mich hat dieser Krieg erst begonnen. Ich muss ihn zu Ende bringen. Muss siegen. Ja, der Baron ist tot. Artyom, dein Traum hat uns hierher geführt, aber das hilft meinen Leuten nicht. Dieser Krieg ist jetzt auch meiner. Geh, Artyom. Mach deinen Traum wahr. Oh, er bleibt hier. Der zweite Mann, den wir zurücklassen. Du bist wieder zurück, Geliebter. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Fanatiker am Wolgaufer, Kannibalen im Bergbunker,
Sklaventreiber an der Küste des ausgetrockneten Meeres. Wie viele Monster sind durch den Krieg entstanden? Vielleicht waren sie schon immer da und der Krieg hat ihnen lediglich die Gelegenheit geboten, sich auszuleben. Und jetzt müssen wir sie für immer ertragen? Wird Damir, der in der Wüste geblieben ist, um Jul zu helfen, ihr Volk in die Freiheit zu führen, noch ein Monster besiegen? Und zwar die Trägheit im Denken jener, die von den Tyrannen dort unterworfen und versklavt wurden. Ehrlich gesagt habe ich Zweifel. Dieses Monster könnte sich als stärker erweisen als alle anderen. Wie auch immer, wir können es uns nicht leisten, die Hoffnung zu verlieren. Wir kommen unserem Traum immer näher, einen Ort zum Leben zu finden, frei von Strahlung und Mutanten. Die Karten, die wir in der Wüste gefunden haben, zeigen uns mehrere vielversprechende Optionen auf. Und jetzt warten wir alle gespannt auf die Entscheidung des Obersts, wohin die Aurora als nächstes fährt. Im Moment rollt der Zug ruhig nach Osten. Die Mannschaft ruht sich aus. Und Stepan hat Katja einen Antrag gemacht. Einen Antrag, den sie nicht ablehnen konnte. Ich fasse mal zusammen. Mit jedem, mit dem wir Zeit verbringen in der Mission, wird zurückbleiben. Das heißt, der Nächste, mit dem wir Zeit verbringen, der wird zurückbleiben. Und ich habe das Gefühl, dass es Stepan wird. Mit Katja zusammen natürlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.